will nicht eure Hände sehen. Ich will mit euch durch Wände gehen und mit Worten Brände legen. Kein Blatt vom Mund ist in das Wegen. Herzlich willkommen zum Tagesrausch. Heute mal wieder aus dem Büro des Hanfjournals. Ich habe mir nämlich Max geschnappt. Max arbeitet jetzt beim Deutschen Hanfverband, aber eigentlich ist er im Bundesvorstand der Grünen Jugend. Magst du vielleicht den Tagesrausch-Zuschauern kurz erzählen, wer du bist, was du so machst? Warum habe ich dich hier eingeladen? Okay, also ich bin Max Plenert. Ich mache schon seit vielen Jahren Drogenpolitik bei den Grünen und bei der Grünen Jugend. Bei der Grünen Jugend bin ich jetzt auch im Bundesvorstand und mache da auch reise quer durch die Republik und kümmere mich unter anderem um den Bereich Drogenpolitik, aber das ist natürlich auch da nur ein Thema von vielen. Und wie Steffen schon gesagt hat, ich arbeite auch für den Deutschen Hanfverband und mache auch bei den Altgrünen, die haben eine bundesweite Arbeitsgemeinschaft, das Bundesnetzwerk Drogenpolitik, deren Häuptling ich bin. Und ja, Steffen hat mich eingeladen, weil ich letzte Woche einen Vortrag gehalten habe bei der Landesarbeitsgemeinschaft Internationales zum Thema Opium in Afghanistan oder internationale Drogenpolitik, und darüber wollte ich ein wenig berichten. Das fand ich nämlich als Thema ganz spannend, weil Max einer der wenigen Leute ist, der es schafft, das Thema Drogenpolitik über die Szene hinaus zu denken. Er hat ganz viele Kontakte zu anderen Themengebieten und ist geschickt darin, unser Anliegen in andere Fragestellungen mit einfließen zu lassen. Außerdem interessiert mich das Thema Opium und Afghanistan auch so vom drogenpolitischen Gesichtspunkt her. Es ist ja, wenn man der UNO glauben kann, im Moment die wichtigste Frontlinie im Krieg gegen den internationalen Rauschgifthandel. Es ist sicherlich eine der wichtigsten, weil Afghanistan der größte Opium, allerdings auch Heroinproduzent, also es wird auch direkt weiterverarbeitet, Produzent der Welt ist, ist halt relativ weit weg. Deswegen auch in der Medienöffentlichkeit, weil entsprechend Truppen aus Deutschland und den USA beispielsweise unten sind. Wenn man jemanden aus den USA fragen würde, würde das vielleicht gar nicht Afghanistan nennen, sondern Mexiko nennen würde, weil da der Drogenkrieg direkt an der US-amerikanischen Grenze stattfindet. Dass die Truppen in Afghanistan sind, hat aber jetzt nicht direkt was mit den Drogen zu tun, oder? Die deutschen Soldaten sind nicht unterwegs und reißen Mohnpflanzen aus. Das nicht. Bei Mohn hätten sie vielleicht sogar noch eine praktische Chance. Hanf wächst da unten auch. Da sind vor ein paar Jahren die Kanadier ganz fürchterlich dran gescheitert, also versucht haben, den Hanf platt zu machen. Der wollte sich nicht kaputt machen lassen. Hängt es zusammen? Ja. Aber das hat jetzt nicht damit zu tun, dass irgendwelche deutsche Soldaten da unten Mohn platt machen, sondern man sich anschaut, okay, wer ist da unten? Auf der anderen Seite, das sind irgendwelche Taliban, islamistische Terrorgruppen. Wie finanzieren die sich über den Opiumhandel, mhm, und dass sie überhaupt relevant sind, dass sie überhaupt sich bewaffnen können, dass sie Geld haben, ich habe auch kostet eine ganze Menge Geld, dass sie das machen können, hängt damit zusammen, dass sie Geld verdienen können mit den Drogen, und dass sie damit so viel Geld verdienen können, hängt wiederum damit zusammen, dass wir ein weltweites Drogenverbotspolitik fahren. Also insofern hängt das schon alles miteinander zusammen. Wie viel Geld wird denn mit Opium verdient oder mit Heroin? Ich meine, ich habe jetzt keine praktischen Erfahrungen damit, aber es gibt ja offensichtlich weltweit Konsumenten und der Preis dürfte relativ hoch sein. Also Heroin gilt immer als eine der teuersten Drogen. Ja, da haben wir Afghanen, also Afghanistan ist noch nicht lange der größte Heroinproduzent oder auch Opiumproduzent der Welt. Vorher war das Goldene Dreieck in Fernost. Also Laos, Burma und Thailand. Ja, da unten so die Ecke. Inzwischen ist es Afghanistan, die Heroinpreise sind am Sinken, weil... Weltweit oder da regional? Regional als auch weltweit. Mhm. Also ein Sinkflug, also das hat sich jetzt innerhalb der letzten paar Jahre den Preis, den ein normaler Bauer bekommt, mal eben schnell halbiert, auch in Europa. Also das geht für alle Drogen, sind die Preise definitiv am Sinken und die Produktion wächst immer weiter an und man schätzt, dass allein in einem Land... Im Land Afghanistan, Taliban, korrupte Staatsangestellte, sonstige Aufständige, ca. 3-4 Milliarden jährlich verdienen, nur aufgrund des Handels dort unten. Okay. 4 Milliarden Euro, das sind alle Kindergartenplätze so ungefähr in Deutschland. Das ist, man muss das immer auch relativ sehen zum Land. In Deutschland sind... Okay, in Afghanistan gibt es keine Kindergärten, nehme ich an. Richtig.
Wenn man sich einfach anschaut, was zum Beispiel die Entwicklungshilfe, die Deutschland unten leistet, das sind zweistellige Millionenbeträge, Peanuts. Wenn man also nur 1-2% von dem, was dort mit Heroin verdient wird. Ja, also das ist der Wirtschaftszweig, das ist ein Land, wir haben dort eine Arbeitslosigkeit. Ist die Automobilindustrie Afghanistans, kann man das so sagen? Wenn ich das mit Deutschland vergleichen möchte, bei uns ist ja hier Schwermetallmaschinenbau der große Bringer. Wenn wir die gesamte verarbeitende Branche nehmen, also den kompletten technischen Bereich, und dann noch eine Arbeitslosigkeit wie Afghanistan von 40% annehmen, dann kommen wir langsam in die Rubrik. Also, wie war das da, bevor die Taliban da waren? Wenn vorher waren die Russen da und davor Briten und Franzosen. Bauen die schon immer Mond an oder ist das irgendwie von jemandem ins Land getragen worden? Das wurde forciert, also der historisch gewachsene Opiumanbau war früher Indien. Also da war es noch, als das noch eine britische Kolonie war. Mhm. Das ist dann eher in Afghanistan entstanden, zu einer Zeit des Kalten Krieges, als damit ganz gezielt, als die damals bösen Russen da waren und die Amerikaner sich überlegt haben, wie sie da ihre Aufständischen finanzieren können, war der Drogenhandel natürlich ein Mittel zum Zweck. Dann wie in allen Regionen der Welt, wo keine vernünftige, stabile Regierung da ist, haben sich dann entsprechend kriminelle Gruppen, Warlords, sich das als Finanzquelle genutzt. Ich meine, das ist genauso wie sich in Südamerika irgendwelche Paramilitärs mit Poker und Kokainhandel finanzieren. Das ist da unten halt das Heroin, mit dem sie ziemlich viel Geld verdienen. Siehst du eine Chance, wenn der Konflikt in Afghanistan dauert jetzt schon 5 Jahre, 6? Oh Gott, oh Gott. 2001 ging das, glaube ich, los. Man vergisst das so schnell. Wir treiben uns an so vielen Ecken der Welt rum, aber Deutschland wird auch immer noch im Hindukusch verteidigt. Erstaunlich. Siehst du eine Chance, dass sich da in absehbarer Zeit die Situation so ändert, dass die Leute dann dort, was weiß ich, Blumen anpflanzen oder vielleicht ganz sogar was zu essen? Weizen, Rüben? Ich will nicht eure Hände sehen. Ich will mit euch durch Wände gehen und mit Worten Brände legen. Am Blatt vom Mund des Sinnes wegen.